Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Wir beginnen eine kleine Videoserie über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Und die Strukturzahl für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist 4. Es gibt 4 wesentliche Institutionen, die die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Deutschland manifestieren. Da ist einmal der Betriebsrat. Sie wissen, der wird gegründet in Unternehmen mit mindestens 5 Mitarbeitern, von denen 3 wahlberechtigt sind. Das steht im Betriebsverfassungsgesetz sehr genau aufgeschrieben. Dann gibt es die Jugendvertretung. Die Jugendvertretung für Jugendliche unter 18 Jahren. Dann gibt es den Wirtschaftsausschuss. Den Wirtschaftsausschuss. Der Wirtschaftsausschuss ist allerdings gekoppelt, oder die Gründung des Wirtschaftsausschusses, präzise gesagt, ist gekoppelt an mehr als 100 Arbeitnehmer. Dann wird zum Betriebsrat noch ein Wirtschaftsausschuss gegründet. Die Rechtsgrundlage findet sich auch hier im Betriebsverfassungsgesetz. Und das vierte Element hier in der Mitbestimmung der Arbeitnehmer, das wenige kennen, ist der Sprecherausschuss. Der Sprecherausschuss ist die Institution, die dem Betriebsrat vergleichbar ist, und zwar für leitende Angestellte. Und zwar gibt es ein eigenes Gesetz dafür, das Sprecherausschussgesetz. Das Sprecherausschussgesetz regelt die Mitbestimmung für leitende Angestellte im Sprecherausschuss. Ja, das war es zunächst mal im Überblick. Schauen Sie auch mal in meinen Shop, wenn Sie diese strukturierte Form der Wissensvermittlung interessiert und anspricht. Schauen Sie mal unter spaßlerndenk-shop.de. Dort baue ich Lernmedien auf einem neuen Weg oder durch einen neuen Weg der Vermittlung, nämlich das Videocoaching, gestützt mit Skripten, in denen viele, viele Jahre Erfahrung stehen und die vielen tausenden Menschen schon geholfen haben. Das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Besser als Bücher und preiswerter als Seminare. Schauen Sie mal rein, spaßleindenk-shop.de. Dankeschön, mein Name ist Marius Ebert.